Hallo zusammen, hier ist mal wieder der Tom mit Let's Code OctoAwesome. Wir haben in der letzten Folge angefangen, die Texturorientierung von Blöcken, die anders orientiert sind, anzupassen. Und was dabei rausgekommen ist, ich habe ja schon ein bisschen mit den Texturen gearbeitet, um nochmal kurz zusammenzufassen, was ich beim letzten Mal getan habe. Also ich habe übrigens jetzt auch den ganzen anderen Kram refaktorisiert. Zeige ich euch kurz. Also ich habe die Sachen jetzt umbenannt nach getTopTextureIndex. Vorher war es getTextureIndexTop. Habe die ganzen getBlaBlaRotation-Sachen auch implementiert. Und ja, schauen wir mal, was passiert. Nee, schauen wir erst, was wir hier eigentlich getan haben. Ich habe nämlich beim Chunk-Renderer, für alle, die das nicht mitgekriegt haben, Folgendes gemacht. Ich habe nämlich, bevor hier die ganzen Texturkoordinaten in die Vertex-Informationen reingepumpt werden, habe ich das Ganze im Vorfeld in so einem kleinen Points-Array zusammengefasst, um dann über diese Operation hier, dieses Plus-Rotation Modulo 4, die ganze Sache einfach um 90 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen. Gucken wir mal, was passiert. Das Ganze funktioniert im Prinzip schon. Die Blöcke, die wir gebaut haben, die sind jetzt übrigens nicht mehr orientiert, nachdem es neu geladen wurde. Das liegt einfach daran, dass unsere Serialisierung der Blöcke noch nicht richtig funktioniert. Das ist das, was wir als nächstes machen müssen, damit das jetzt auch persistent bleibt. Aber fürs Erste muss das jetzt einfach mal reichen. So, also was ich zeigen wollte ist, wenn ich hier einen Block reinfüge, dann wird der zwar richtig orientiert, zumindest mit der Ober- und Unterseite, aber die Seite wird noch nicht rotiert. Den hier in die andere Richtung mal machen noch. Sieht dann so aus. Oha, der wird rotiert. Der muss eigentlich gar nicht rotiert werden, weil das ist eigentlich okay. Das heißt, wir müssen noch die Zahlen genau umdrehen. Da war ich mir ja nicht ganz sicher, aber das sieht trotzdem nicht gesund aus. Mir scheint, dass die Reihenfolge der Ecken einfach noch verdreht ist. Aber das können wir uns gleich anschauen. Also zuerst mal in unserem Wood, wo ist es denn? Basic Wood Block Definition. Müssen wir die Rotation nochmal umdrehen. Hatten wir das hier noch nicht drin? Ach doch, da oben. Da ist nämlich genau umgedreht, nämlich X. Auf X-Achse können sie gleich bleiben und auf, oh, na komm. Oh, großes X. Und auf Y möchte ich sie gedreht haben. Nein, gar nicht wahr. Auf X-Achse möchte ich sie gedreht haben. So, jetzt haben wir es. Das heißt, das drehen wir um und wenn wir schon dabei sind, können wir. Ne, das müssen wir gezielter nochmal machen. So, das heißt, jetzt müsste das Richtige rotiert sein. Also erstmal ja gar nichts, klar. Wenn ich hier eins dran mache, dann passt es. Wenn ich hier eins dran mache, passt es noch nicht. Oh, das ist noch nicht richtig rotiert. Hallo? Wieso? Warum funktioniert das nicht? Das ist interessant. Sollte eigentlich. Moment. Ah, da ist was mit der Seite noch nicht okay. Da sind jetzt aus irgendeinem Grund alle vier Seiten mit dem. Das ist Quatsch. Okay, also das hat nicht funktioniert mit der Orientierung. Da ist noch irgendwo ein Bock. Okay, aber grundsätzlich haben wir hier noch was verdreht. Das gucken wir uns schnell an. Das kann eigentlich keine große Sache sein. Vermutlich liegt es daran, dass die Reihenfolge der Blöcke hier nicht dem Uhrzeigersinn entspricht, sondern anders. Texture Offset ist links oben, das wissen wir. Das hier ist rechts. Das ist rechts oben. Das ist rechts unten. Nee, das ist links unten und das ist rechts. Ah ja, okay, da ist der Bock. Die drehen wir mal eben um. Das machen wir so. Dann ist die Reihenfolge schon mal richtig. Jetzt müssen wir nur hier den Index noch austauschen. Das heißt, das ist 3, das ist 2, aber dann müsste es eigentlich passen. Kurzer Test nochmal. Weg, nein. Hin. Ja, so, jetzt haben wir es richtig. Jetzt sind die Texturen hier richtig ausgerichtet, nur das an der Seite ist noch Mist. Aber wir haben es jetzt. Das funktioniert jetzt also grundsätzlich.
Aber das fixen wir noch. Also den Woodblock, den will ich jetzt mit euch auf jeden Fall richtig machen. Da ist an der Seite offensichtlich noch irgendwas nicht richtig. Texture, nehmen wir mal den an der Seite, den da. Wenn das Ganze Richtung Z orientiert ist und das ist, wenn es aufrecht steht. Ja, das ist ja völliger Quatsch, was hier drin steht. Also, North ist die obere Seite. Und die obere Seite soll nur 0 sein, wenn wir auch wirklich Richtung Nord-Süd orientiert sind. Das ist in dem Fall so. Ist das richtig? Ja. So, South, dasselbe. Das heißt, X kann hier auch wieder raus. West, da muss Y raus. Bei East genauso. Okay, das muss jetzt mal stimmen. Gucken, ob wir das jetzt hingekriegt haben. Okay, das hat ja alles funktioniert. Das passt soweit. Und jetzt haben wir es. Okay, nur die Orientierung ist natürlich wieder falsch, klar. Ja, aber jetzt stimmt das hier. Hier auch. Na komm. Das ruckelt jetzt ganz schön. Ich muss mal rausfinden, was da los ist. Aber das passt jetzt auch. Sehr, sehr schön. So, dann können wir auch gleich die Rotation der Texturen noch fixen. Weil das ja offensichtlich auch noch Mist ist. So, also, die... Ich kopiere das mal kurz rüber, weil letztendlich wird es so ein Block werden. So, die Oberseite, das hatten wir ja gerade schon, ist nur relevant, wenn der Block Richtung X-Achse orientiert ist, weil er normalerweise senkrecht steht. Normalerweise steht alles senkrecht. Und wenn X gemeint ist, dann muss es... Nee, warte, East... Falsch, da sind wir. Top. Da hat es gestimmt. Da ist alles relevant senkrecht. Hier auch. So, East ist die rechte Seite. Und die ist eigentlich nur, die ist standardmäßig nach oben orientiert. Und die muss gedreht werden, wenn der Block auf Y-Achse ausgerichtet ist. So würde ich das mal sagen. Selbe. Also Bottom bleibt eh auch gleich. Dasselbe für West. Ich hoffe, das stimmt alles. Muss ein bisschen rumprobieren halt. Das wird ja jetzt eh noch nicht rotiert. Das ist ja jetzt ein bisschen blöd. Nord und Süd müsste so stimmen. Dann müssen wir hier drinnen natürlich leider das für alle Blöcke wiederholen. Das heißt, wir brauchen hier wieder das Ding hier. Weil das ist vermutlich nicht identisch. Oder doch? Ist die Rechnung identisch? Weil dann können wir es nämlich einmalig machen. Müsste eigentlich, oder? Offset. Ja, das ist immer gleich. Das ist gut, weil dann können wir das nämlich... Dann können wir nämlich das da... Ach so, da stehen ja Koordinaten drin. Schade. Ja, schade. Obwohl wir natürlich da eine Variable draus machen können. Na, ist jetzt egal. Das mache ich jetzt einfach mal so. Unten, da ist dann Bottom interessant. Nicht Index, sondern Rotation. Hier sind wir South. Den Rest machen wir gleich in den Vertex Infos, da sind wir North. Hier wiederum sind wir in links, das heißt Weste wahrscheinlich. Hier sind wir rechts, also Osten.
East. So, aber der Rest müsste eigentlich gleich sein. Das heißt, hier hinten sollten wir das Ding hier übernehmen können. Also sofern das natürlich hier reinpasst. Hoffe, dass ich mir jetzt nicht den Teufel ins Haus hole mal wieder durch diese radikale Änderung, ohne drüber nachgedacht zu haben. Ihr kennt das ja schon. Wäre ja nicht das erste Mal. Noch eine Klammer. So, da das jetzt Bottom ist, kann ich das jetzt leider nicht so ohne weiteres testen. Oh oh. Ach, da haben wir es ja eh schon gedreht, wenn ich das hier richtig sehe gerade. Hier ist die. Hier ist nämlich was anderes drin. Texture plus. Ja, hier ist es anders irgendwie. Wir haben es doch gedreht. Oh, 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 oh. Hm. Okay, das ist jetzt hier wieder so eine Handarbeit. Ich glaube, wir haben es dann einfach seitenverkehrt gemacht. Ja, das ist natürlich scheiße. Das mache ich nachher offscreen. Ich glaube, das macht jetzt keinen Sinn, da jetzt lange rumzufummeln, weil das Konzept müsste euch klar sein. Was ich machen werde, um das zu testen, ich werde... Nee, ich mache das... Ich mache das händisch. Also ich kopiere jedes Mal wieder die Koordinaten rüber und dann mache ich hier nicht so viel kaputt. Na? So, also was ich gleich offscreen machen werde, ist diese Dinger hier wieder ordnungsgemäß hochzukopieren, so wie wir es vorhin gemacht haben, weil ich glaube, wir haben dann nämlich rumprobiert und haben dann in Abhängigkeit davon, wo die ganzen Sachen hinkommen, auch mal die Koordinaten verdreht. Deshalb werde ich das gleich offscreen machen. Das macht nämlich, glaube ich, keinen Sinn, das jetzt hier durchzuprobieren. Ich werde zum Test auch immer schön die Textur hier bearbeiten. Also ich denke, ich mache mir hier oben so einen kleinen gelben Punkt oder so, damit ich sehe, wo links oben ist, und dann werde ich das ausprobieren. Was wir aber noch machen müssen, und das will ich jetzt einfach noch mit euch zusammen machen, also das müsste jetzt eigentlich noch laufen, oder? Ja, die Orientierung möchte ich mit euch wegspeichern, weil im Moment serialisieren wir das nämlich noch gar nicht, was dazu führt, dass die Sachen natürlich immer wieder nach oben ausgerichtet werden, und das ist das, was wir nicht wollen. Also ich mache die mal kurz wieder weg. Und dann gucken wir uns nämlich mal an, was wir im Serialisierungsprozess machen. Das war meine Erinnerung nach in der Runtime. Da gibt es irgendwo den Chunk Disk Persistence. Und beim Save... Ah, im Chunk ist das. Okay, also nicht hier drin, sondern im Chunk. Das ist auch noch Quatsch, das müssen wir auch irgendwann nochmal anders machen. Gibt's, genau, die Serialize-Methode. Ach ja, richtig, erinnere mich. Da sammeln wir ja zuerst die ganzen Block-Types, die vorhanden sind, um sie dann anschließend reinzuschreiben. Und das hier... Ah ja, wenn Block da ist, dann schreibe ich einfach den Type. Also unser Stream sieht folgendermaßen aus. Wir haben am Anfang eine kleine Liste von verschiedenen Types, damit wir sie nachher wieder rekonstruieren können. Und anschließend, Phase 2, kommt einfach ein fortlaufender Stream an Bytes. Ich hoffe, wir haben hier Bytes. Was habe ich denn hier eigentlich? Type. Achso, ich hole mir nur den Index. Ein Int. Wir schreiben hier tatsächlich ein Int rein. Das ist eigentlich was wir gar nicht bräuchten. Wir könnten das runterbrennen auf einen Byte, weil viel mehr werden wir nicht brauchen. Also das würde ich jetzt mal abhängig davon machen, wie viele Types hier drin sind. Aber da wir im Moment nur mit 6 verschiedenen Blöcken arbeiten, könnte ein Byte eigentlich reichen. Das heißt, unsere Chunks könnten wesentlich kleiner sein, wenn wir das wollten. Aber egal. Wir werden das trotzdem mal weiter benutzen. Was wir nämlich machen werden, ist den ganzen Typen reinschreiben. Das ist Schritt 1. Und dann danach einfach noch die Orientierung. Das heißt, aus dem Else-Block wird das hier. Dann machen wir noch ein BWrite Blocks i.orientation. Und Orientation ist ja, wie ihr wisst, dieser Orientation-Flag. Und da haben wir ja ganz viel Wert drauf gelegt, dass das, da sind wir, dass dieser Wert, der hier drin steht, in ein Byte reinpasst. Also wir haben hier einen maximalen Flag-Wert von 128, was dazu führt, dass der Maximalwert, wenn wir sie alle aufsummieren, bei 256,
56? Nee, 65. 56 steckt. Und 265. Ja, sorry. Und damit in ein Byte reinpasst. Das ist nämlich der Maximalwert von einem Byte. Dann packen wir den nämlich einfach da rein und sagen, das da, die Orientation, behandle das mal wie ein Byte. Und damit benutzen wir nur einen einzelnen Byte, um die Orientation jedes Blocks zu speichern. Ob der Block eine Orientation braucht oder nicht, ist uns hier mal egal. Wir speichern das pauschal rein. So, und beim Deserialisieren müssen wir natürlich jetzt auch ein bisschen was anders machen. Da müssen wir nämlich das hier tun. Read, ja genau, da. Da lesen wir zuerst den Typen aus. Und anschließend würde ich sagen, Orientation, Flex, Orientation. Holen wir mit ReadByte das Byte raus, das uns die Orientation verraten wird. Und die können wir einfach blind in einen Orientation Flag casten, weil wir ja wissen, dass das von der Größe her genau reinpasst. Wenn wir dann nämlich diesen Block mal haben, dann können wir dem auch gleich die Orientation wieder mitgeben und alles wird gut. Is read-only. Warum ist Orientation read-only? Warum haben wir das so gemacht? Nicht sicher, ob das cool ist. Ja, als Konstruktorparameter will ich es eigentlich, das passt schon. Dann machen wir das so. Das passt ja für die meisten Blocks. So, was ich jetzt leider machen muss, ist meinen alten Kram, meine Sandblockhütte leider zu löschen, weil jetzt sind unsere Chunks nicht mehr kompatibel. Aber das macht gar nichts. Es wird jetzt einfach neu generiert. Das sieht ja genauso aus wieder, dadurch, dass wir mit demselben Seed arbeiten. Und wenn ich jetzt hier was aus Holz baue, ups, ja gut, ein ordentliches Fundament kann nicht schaden. So, dann machen wir den Block hier hoch und vielleicht noch einen hier rüber, damit man auch sieht, dass wir da bisschen mit der Orientierung gearbeitet haben. So, das speichern wir jetzt mal. Und wenn es jetzt nicht gleich explodiert, was es nicht tut, dann bin ich zuversichtlich. Dann lesen wir das einfach nochmal wieder aus und werden gleich feststellen, dass wir ein Out of Range haben. Warum denn? Type Index 512. Okay, da ist irgendwas schiefgelaufen. Kurz nochmal nachschauen, was denn das Problem ist. Den Serialisierungsprozess einfach mal beobachten. Und dann sehen wir ja, was hier falsch läuft. Ja, gucken wir einfach mal einen Serializer an. Achso, ja, das läuft ja jetzt nicht mehr. Ja. Wie viele haben wir denn? Einen. Dann beobachten wir den mal beim Laden. Das kann vielleicht auch schon helfen. So, wir haben einen Type Count von 3. Das kann sein. Das wird wahrscheinlich der Stein sein. Das Holz. Und was haben wir denn da? Stone. Okay, das war klar. Block Definition ist hier. Index 1 macht Sinn. So, der nächste ist Ground. Okay, macht auch Sinn. Und der letzte sollte eigentlich Holz sein. Passt. Auch den haben wir. Alles gut. So, und jetzt wird ausgelesen, ob es da noch was gibt oder nicht. Der Type Count, ja, das war ja der Blocker, den wir drin hatten, falls der Block leer ist, das ist in Ordnung. So, also lesen wir mal los. Blocklänge, da kommen wir jetzt natürlich auf die Gesamtanzahl der möglichen Blöcke und die lesen wir jetzt alle aus. Lesen wir mal den ersten. Block Type 1 macht Sinn für mich. Da lesen wir einen Integer aus, also 4 Byte. Bei der Orientation lesen wir None aus und das ist irgendwie, das ist okay, weil er sehr wahrscheinlich irgendwas. Ich weiß. Die Luftblöcke haben ja, die schreiben keine Orientation. Das heißt, in dem Fall, wo wir hier eine Null auslesen, können wir natürlich keine Orientation auslesen. Also machen wir das so und das sollte jetzt eigentlich auch schon das Problem gefixt haben. Jep, passt. Und unser Holzkreuz steht genauso da, wie es da stehen muss. Nämlich
Die mittleren Blöcke senkrecht nach unten und die an der Seite sind richtig an die Seite orientiert. Das heißt, das funktioniert jetzt sehr gut. Wir speichern jetzt unsere Orientierung mit. Mal gerade gucken, wie groß das für unseren Chunk bedeutet. Wir sind jetzt von 128 Kilobyte auf 146 Kilobyte hoch. War zu erwarten. Ein bisschen Daten müssen da ja noch rein. Also spezielle Blocks können nachher auch noch spezielle Daten mitbringen. Das heißt, das Ding wird sowieso noch wesentlich größer. Aber ich denke, Orientierung ist jetzt für uns wichtig. Gerade für den Block, für den Holzblock. Für die anderen eigentlich noch gar nicht. Aber gut, das soll es jetzt mal gewesen sein. Folge ist zu Ende. Diesmal pünktlich mit 20 Minuten. Sorry, dass ich jetzt mal ein bisschen kürzer mache. Aber ich werde auf jeden Fall diese ganzen Texturorientierungsgeschichten offscreen machen, dass ihr mir da nicht bei zuschauen müsst, sodass wir dann in der nächsten Folge uns noch ein bisschen konkreter mit der Selektionsgeschichte auseinandersetzen können. Also nicht nur die Seite identifizieren, sondern auch die Kante identifizieren und die Ecke. Da gibt es verschiedene Varianten, wie wir das machen können. Wir gucken uns an, was uns dazu einfällt und dann können wir nämlich zum Beispiel auch bei dem Block, obwohl für den Block hat das keine Bedeutung. Vielleicht interessanter für Treppen und so ein Kram. Aber da sind wir ja noch nicht. Ich will es trotzdem mal schon mal machen, dass wir ein bisschen zukunftsorientiert sind, wenn wir nachher Kantenselektion brauchen oder Eckselektion. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen wieder, wenn es dann heißt Let's Code Octo Awesome.